Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gehen wir weiter in die Vektorgeometrie hinein. In einem der vergangenen Videos habe ich ja schon dieses Schema erklärt, welches damit arbeitet, wie man die Lagebeziehung von zwei Geraden herausbekommt. Und ich habe dir da schon versprochen, dass ich dazu noch Beispielvideos machen möchte. Und heute gibt es eines dieser vier Beispielvideos, nämlich für parallele Geraden. Ganz konkret geht es heute darum, dass wir zwei Geraden gegeben haben, eine Parameterdarstellung, und wir die Lagebeziehung dieser beiden Geraden sozusagen untersuchen sollen. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. So, wenn wir jetzt also die Aufgabe haben, diese beiden Geraden auf ihrer Lage sozusagen zu untersuchen, dann ist die erste Frage eigentlich immer, ob die beiden Richtungsvektoren in dieselbe Richtung zeigen. Warum? Wenn sie in dieselbe Richtung zeigen, können wir den Schnittpunkt und die Winchivität, ich glaube, dieses Wort gibt es nicht, aber diese beiden Fälle auf jeden Fall ausschließen und würden uns danach nur noch darum kümmern, ob sie parallel oder identisch sind. Denn parallele Geraden und identische Geraden haben dieselbe Richtung, schneidende Geraden und windschiefe Geraden haben eben nicht dieselbe Richtung. Sprich, wir schauen uns als erstes einmal die Richtungsvektoren an. Und dazu solltest du irgendwie vielleicht wissen, dass eine Gerade immer so aufgebaut ist, dass sie einen Richtungsvektor hat, das ist zum Beispiel der erste Richtungsvektor der ersten Gerade und das ist dann der zweite Richtungsvektor der zweiten Gerade. Wie überprüft man jetzt, ob diese beiden Gerade irgendwie in dieselbe Richtung zeigen? Naja, man überlegt sich oder man schaut, ob diese beiden Richtungsvektoren Vielfache voneinander sind. Und das Ganze macht man mit dieser Gleichung. Man schnappt sich den ersten Richtungsvektor, nimmt ihn mit einem unbekannten Parameter mal und setzt ihn gleich dem zweiten Richtungsvektor. Und wenn dieses A dann eindeutig ist, dann hat man gezeigt, dass sie dieselbe Richtung haben, oder man hat dann dementsprechend gezeigt, wenn es nicht eindeutig ist, dass sie nicht dieselbe Richtung haben. Denn das hilft uns ja schon mal von diesen vier Fällen, zwei Fälle auszuschließen. So, machen wir das Ganze mal. Wir schnappen uns also einmal den ersten Richtungsvektor, minus 1, 2, 1, mal A, gleich zweiter Richtungsvektor. So. Und wie ich das Ganze jetzt herausfinden würde, wäre am besten mit einem linearen Gleichungssystem. Du kannst das gerne mit römisch 1, römisch 2 und römisch 3 bezeichnen oder aber auch mit erstens, zweitens, drittens. Du kriegst auf jeden Fall die Gleichung raus, indem du hier sozusagen obere Zeile ist erste Gleichung, also minus 1 mal a ist gleich 0,5. Mittlere Zeile ist zweite Gleichung, also 2a ist gleich minus 1. Und untere Zeile, also a gleich minus 0,5, sollte dann die dritte Gleichung sein. Und diese Gleichung, die müssen wir jetzt alle eigenständig oder einzeln nach a auflösen. Wenn das a dann eindeutig ist, haben diese beiden Gleichungen dieselbe Richtung. Wenn nicht, dann dementsprechend nicht. Das heißt, die erste Gleichung, die würde ich sagen, teilen wir einmal durch minus 1. Denn dann wissen wir, dass das a gleich minus 0,5 ist. Wie du siehst, beide Gleichungen einmal durch minus 1 teilen, a gleich minus 0,5. Zweite Gleichung einmal durch 2 teilen, denn wir wollen ja nach a auflösen, wir wollen das a sozusagen bestimmen. Und auch hier kommen wir auf a gleich minus 0,5. So. Denn minus 1 durch 2, negativ durch positiv ist negativ, 1 durch 2 ist 0,5. Ja, dritte Gleichung, 1a ist gleich minus 0,5, 1 kann man davor sicherlich weglassen, ist auch minus 0,5. So, dadurch, dass das a jetzt in allen drei Gleichungen gleich ist, eindeutig also, haben wir gezeigt, dass diese beiden Geraden in dieselbe Richtung zeigen. Wenn sie dieselbe Richtung haben, können sie sich nicht mehr schneiden, weil schneidende Geraden haben eine unterschiedliche Richtung, genauso wie windschiefe Geraden. Sie können jetzt also nur noch parallel sein oder identisch sein. So, also beantworten wir das Ganze mit ja. Und der Unterschied eigentlich zwischen identische Geraden und parallele Geraden ist die Anzahl an gemeinsamen Punkten. Parallele Geraden haben keinen gemeinsamen Punkt und identische Geraden haben nur gemeinsame Punkte. Dementsprechend überprüft man jetzt hier mit Hilfe von einer Punktprobe, ob ein Punkt von dieser Geraden auch auf dieser Geraden liegt. Jetzt stell dir mal vor, ein Punkt von dieser Geraden liegt nicht auf dieser Geraden. Das heißt, es gibt einen Punkt, der auf der einen Gerade ist, aber nicht auf der anderen Gerade ist. Das heißt, sie können dann nicht mehr identisch sein. Andersrum gesagt, du findest jetzt nur Punkte, die jetzt auf dieser Geraden sind, aber nicht auf dieser Geraden sind. Das heißt, sie haben keinen gemeinsamen Punkt. Das heißt, sie müssen dann parallel sein. Das heißt, das, was jetzt hier hinter steckt, ist, man überlegt sich, ob ein Punkt von dieser Geraden, und wenn du weißt, wie so eine Geradengleichung aufgebaut ist, kennst du schon einen Punkt, nämlich der Ortsvektor bzw. Stützvektor, manche nennen ihn so, manche so, ist immer ein Punkt auf der Geraden.
wir schnappen uns jetzt zum Beispiel diesen Ortsvektor und gucken, ob der auf dieser Gran liegt. Wenn ja, können sie nicht parallel sein, denn parallele Granen haben keinen gemeinsamen Punkt und müssen identisch sein. Wenn der Punkt nicht da drauf liegt, können sie nicht identisch sein, denn identische Granen haben nur gemeinsame Punkte und müssen dann dementsprechend parallel sein. Andersrum hättest du natürlich auch jetzt hier diesen Ortsvektor oder Stützvektor nehmen können, also den hier, und gucken können, ob der hier drauf liegt. Naja, Punktprobe, habe ich dir ja schon in einem Video erklärt, funktioniert eigentlich nur relativ einfach. Du schnappst dir den Punkt, beziehungsweise in dem Fall dann halt natürlich den Vektor. Wir warten mal ganz kurz, dass du das hast. So. Wir schnappen uns also diesen Vektor und gucken, ob der hier drauf liegt, indem wir das Ganze für x einsetzen. Insgesamt sind wir dann ja logischerweise bei 4, 2, 4 ist gleich 2, 0, 2 plus s mal minus 1, 2, 1. Und naja, die Punktprobe weiterhin, daraus machen wir jetzt das Gleichungssystem und in jeder Gleichung werden wir jetzt das s eigenständig berechnen. Wenn das s wieder eindeutig ist, haben wir gezeigt, dass dieser Punkt da drauf liegt. Die können also dann nicht parallel sein. Wenn dieser Punkt allerdings nicht da drauf liegt, müssen sie parallel sein, denn parallele Geraden, denn identische Geraden haben nur gemeinsame Punkte und wir haben einen gefunden, der nicht da drauf liegt, dementsprechend parallel. Ich hoffe, das war klar, was ich damit gesagt habe. Wir bilden also römisch 1, oberste Zeile ist wieder römisch 1, also 4 ist gleich 2, s mal minus 1 ist minus s. Zweite Zeile ist dann römisch 2, also 2 ist gleich 0, können wir uns sparen, s mal 2 sind 2s. Und die dritte Gleichung für die dritte Zeile, also 4 ist gleich 2 plus s. Und alle diese drei Gleichungen, die müssen wir jetzt nach s auflösen. Die erste würden wir sicherlich erst einmal minus 2 rechnen und das Ganze mal minus 1. Aufgrund von Platzmangel mache ich das jetzt mal in einem Schritt. Du kannst gerne Pause machen und das Ganze selber nachrechnen. Ich werde erst einmal diese 2 auf diese Seite holen, indem ich minus 2 rechne, bin dann bei 4, minus 2 ist 2. Und dann muss ich ja noch dieses Minuszeichen davor wegkriegen. Bin also bei s ist gleich minus 2. So, Lösung der ersten Gleichung. Die zweite Gleichung ist noch einfacher. Wir müssen nach s auflösen, also teilen wir sie durch 2 und sind dann bei s ist gleich 1 oder 1 gleich s. Man darf ja rechte und linke Seite vertauschen. Denn denk immer dran, auf beiden Seiten musst du es machen. 2 durch 2 ist 1, 2s durch 2 ist einfach nur s. Dritte Zeile noch ein Stück weiter leichter, also hier minus 2 verrechnen, denn wir wollen s alleine haben und sind dann bei s ist gleich 2. So. Also das S ist nicht eindeutig, dementsprechend haben wir einen Punkt gefunden, der zwar auf dieser Geraden liegt, aber nicht auf dieser Geraden liegt. Und dadurch, dass identische Geraden nur gleiche Punkte haben, können sie nicht mehr identisch sein. Wir haben dieselbe Richtung gezeigt, aber wir haben einen Punkt gefunden, der hier drauf liegt, aber nicht hier drauf, also müssen sie parallel sein. Übrigens, rein mathematisch kannst du entweder schreiben, G ist parallel zu H, geht aber auch ein bisschen kürzer, mathematisch. Schreibt man das Ganze dann so auf. Also zwei senkrechte Striche. So, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, dass dir das Video so geholfen hat, dass du alles nachvollziehen konntest. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib mir gerne hier in die Kommentare oder kontaktiere mich irgendwie auf den anderen sozialen Plattformen. Ich helfe dir super gerne weiter. Und falls du auch die anderen drei Beispielvideos wie Schnittpunkt, Windschief und Identisch nicht verpassen möchtest, dann würde ich sagen, klickst du jetzt schon mal einmal auf Abonnieren, aktivierst dieses Glöckchen, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn diese versprochenen Videos auf jeden Fall erscheinen. Und das war's für mich von heute. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Lernen.